Pleiss von draußen, der ist kurz, Ball ist bei Swan. Das brauchen die Ulmer. Ja, genau das. Schnell, genau das. Also Tempo Basketball. Ja, ja, alles klar, Basketball. Ja, ja. Haben wir mal. Ja. Saka gegen Esterkamp. 1 gegen 1 ist er da überlegen, aber der ist schwierig. Der ist schwierig und der Rebound ist bei Bryant. Schöner Bodenpass. Perfekter Fast-Break-Pass von Swan auf Esterkamp. Toll gesehen und dann da in die Hilfe gesprungen ist. Oha! Oha! Pascal Roller sprachlos, das habe ich noch nie erlebt. Ja. Ich wollte eigentlich sagen, lieber Jacobsen am Korb abschließen lassen, aber er ist, ja, sehr schön. Ja. Besitz für die Gäste aus Ulm. Griffin, jetzt im Spiel für Günther. Nagy will für Watts. Boah, ins Gesicht. Ins Gesicht von Tanau, das ist kein schlechter Verteidiger. Und die Ulm sehen, Ulm hält komplett dagegen, macht bisher ein super Spiel. Erinnert bis hierhin so ein bisschen ans Pokal-Halbfinale. Swan für 3! Swan für 3! Holla die Waldfee! Isaiah Swan! Wirklich dann das grüne Licht zum Abschließen. Mason Griffin für die Ulmer. Torwart. Watts Mismatch gegen Gavel. Hilfe kommt. Da muss einer frei sein. Kugel läuft gut. Nenke will 3. Nenke will für 3 gegen Slotter. Ulrich von Ulm. Gut verteidigt. Griffin, Swan für 3. Isaiah Swan für 3. 4 von 5. Der ist heiß. Der spielt mit der Teflon-Beschichtung. Auf den man wirklich auch ein paar Jahren dann, oder auf den man zurückblickt und sagt, der hat uns wirklich die Grundstein gelegt. Und der Günther sollte da wirklich eine gute Rolle spielen. Und er unterstreicht. Einwurflinie. Der Mann mit so unglaublich viel offenbar einen guten Schuss hat. Manchmal mit der Tendenz zu überdrehen, aber Pascal hat das sehr schön beschrieben. So einen Dreh. Natürlich wird jetzt noch ein Züppchen draufgelegt in der Defense. Oh, Swan. Swan für 3. Swan für 3. Der ist on fire. Das ist unglaublich. Er beschäftigt. Genau das. Also er zieht sehr viel Aufmerksamkeit und entlastet auch dadurch seinen Mitspieler. 20. Punkt von Isaiah Swan. Es wird dann gebremst. Die haben jetzt wieder dieses berühmt-berüchtigte Momentum ein bisschen auf ihre Seite gezogen. Und oh, hier geht's zur Sache. Swan, oh, ist der weit. Ist der weit und das ist es, Pascal, ne? Wenn er den daneben schießt, dann hast du Bamberg wieder komplett drin. Ja. Also auch nach Freiwürfen, aber aus dem Spielverlauf heraus. Swan gegen Gavel. Klares Foulspiel, doch, doch. Auch wenn das sehr spät. Swan mit 24 Punkten Topscorer der Partie bis hierhin. Nummer 25. Mitfiebern mit ihrer Mannschaft, die ihnen in dieser Saison so viel Freude gemacht hat. Weiterhin auf der Bank. Die brauchen eine Pause. 7,5 Minuten noch. Wird die Meisterschaft gefeiert für Bamberg. Swan! Ist der denn irre? Was haben sie dem denn heute Morgen ins Frühstücksgetränk getan? Gegen Gavel. 3-1 auf Swan. Oh, fast zu einfach, aber er geht nach. 31 Punkte, Isaiah Swan. Nicht getrauert, sondern einfach hinterhergegangen. Verteidigung, den Ball führenden Spieler doch so sträflich alleine lassen kann. Swan für 3. Swan für... Ich werd bekloppt! Was ist das denn? Bamberg mit einem vorn. Esterkamp. Brian. Handoff wieder für Esterkamp. Swan. Floater. Swan, klasse! Swan! Was ist das für ein Spiel von Isaiah Swan? 36 Punkte.